Meine Damen und Herren, Zoran Stričković. Und hier ist Zoran Stričković. Und jetzt warten wir auf seinen Konkurrenten, den Lokalmatador Can Akya vom Fox Gym. 61 Kämpfe bestritten, davon 44 Siege. Er trainiert im Fox Gym Vienna Can Akya. Und jetzt noch hier Can Akya, der Lokalmatador, bei seinem Weg zum Ring. Bekannte Gesichter in der Ecke von Akya. Ahmeti Brüder. Lirim noch bei der letzten Vendetta siegreich. Die obligatorische Cutman-Behandlung von unserem Cutman Roland Eicher. Jetzt auch Akya im Ring. Die Instruktionen vom Referee. 3x3 Minuten hier. Und dann geht's auch schon hier los. Sekovic beginnt hier gleich aggressiv. Okay, hier in der defensiveren Position. Jetzt ein schöner Headkick von Akya. Srekov unbeeindruckt, jetzt ein schöner Low-Kick. So ein schönes Knie. Wird hier angezählt, Srekov. 6, 7, 8, 9, aus. Und wird hier ausgezählt, Srekov. Das war eine schnelle Runde hier. Ein schneller Kampf. Akya gewinnt hier durch technischen Knockout. Vorzeitige Ende, hier sehen wir nochmal die Replays. Nur wenig, da die Runde, da der Kampf sehr kurz war. Die wenigen Highlights für sie. Und hier sehen wir das Knie genau zum Kopf. Ja.
also gleich hier fulminant weiter mit dem achten Kampf des heutigen Abends. Wieder ein Kickboxkampf gewonnen in der Kategorie 10 der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm in der roten Ecke der Lokalmatador Ulubi Gachiev vom Iron Fist Gym Vienna. 1,76 Meter groß, 21 Jahre jung, eine 4:0 Bilanz vorzuweisen. Ihm gegenüber steht Bislan Bachaev vom Top Team Salzburg. Ja, die offizielle Urteilsverkündung noch. Wir wechseln auf Bislan Bachaev. Bachaev vom Top Team Salzburg, 1,96 Meter groß, 24 Jahre jung, eine Bilanz von 2 Siegen und einer Niederlage vorzuweisen. Zum Beispiel das Siegerfoto mit Can Akya.